So, also es ist kein Schnee, es ist grün, es ist unfassbar genialer Spinat. Und ich mache für euch Spinatspaghetti, ja, mit süßen Cashewkernen. Okay, und erstmal muss der Spinat blanchiert werden. Das heißt, ich habe ein bisschen Wasser, kommt Salz rein und dann eine große Menge frischen Spinat. Rein damit. Also das Wasser muss richtig heiß sein, es muss kochen. Ja, und zwar blanchieren heißt ja, dass ich irgendwie versuche, das Grün, ja, also das Blattgrün, das Chlorophyll, ja, noch zu behalten. Also die Soße, die wir jetzt gleich machen, die wird leuchtend grün. Und deswegen von ganz heißen ins ganz kalte. Und ich bin jetzt nicht so pinklig genau, aber in dem Fall wäre es super, wenn ihr Eiswasser hättet. Okay? Dann brauchen wir für unsere Nudeln Spaghetti. Oder ich habe eigentlich gar keine Spaghetti. Ich habe Linguine. Das ist so besser. Ja, kennt ihr Linguine? Ja, das sind quasi plattgedrückte Spaghetti-Nudeln. Ja? Plattgedrückt. Sehen wir das? Linguine. Fängt mit L an, hört mir eh auf. Linguine. Eine Portion. In genügend ordentlich gesalzenes Wasser. So, und die Nudeln dauern jetzt ein paar Minuten. Und dann sind wir gleich wieder am Start, Freunde. Da kocht die Pasta. So, und jetzt, wie versprochen, gibt es noch ein paar süße Cashewkerne. Okay? Und die bekommt man am besten süß, wenn man so eine schöne beschichtete Pfanne nimmt, wie ich hier. Ein wenig Zucker dazu gibt und zu dem Zucker ein schönes Schlücklein Honig gibt. So, also ein Teil Zucker, ein bisschen Honig. So, und jetzt den Zucker mit dem Honig karamellisieren lassen. Und wenn der schön braun ist, Pfanne weg und zur Seite stellen. So, jetzt kommt die Soße. So, die Soße ist das Wichtigste. Wir haben ja den Spinat und jetzt müsst ihr mal den Spinat anschauen. Also so schaut blanchierter Spinat aus. Okay, und der blanchierte Spinat, der kommt jetzt hier in so einen Mixbecher rein. Und zwar viel. Und wenn ihr keinen Spinat bekommt, geht auch Mangold zum Beispiel. Ja, Mangold wäre gut. Und mit Wirsing geht es auch. Ja, dann kommt Parmesan dazu. Und Chili. Hier wieder frisch geschnitten. Ja? Ihr wisst ja, hier vorne nicht so scharf, hinten wird es schärfer, weil vorne keine Kerne sind. Schau mal, wenn ich jetzt weiter schneide, da kommen die Kerne. Und dann wird es fies scharf. Und genau das will ich ja jetzt. Fies scharf. Dann ein paar Pinienkerne dazu und eine ordentliche Portion Olivenöl. So. Dann noch eine Prise Salz. Eine Prise Zucker. So, kleinen Deckel drauf. Zack, zack. Und los geht's. Deckel auf. Okay, und jetzt schon mal. Oh Gott, ist das schön. Reichlich von dieser guten, unfassbar leckeren Soße. Dann kommen die Nudeln rein. Die werden mal wirklich zu dir abgegossen. So, und die tropfnassen Nudeln einmal hier rein. Nochmal aufkochen. Restlichen Parmesan dazu. Und was ich saumäßig gut finde, Thymian. Ja, so ein bisschen frischen Thymian. Und wenn ihr keinen Thymian habt, egal, nehmt ihr halt keinen Thymian. Dann geht was anderes auch. Also, Rosmarin zum Beispiel. Oder ein bisschen Basilikum. Okay. Gott, ist das gut. So. Jetzt werden wir die mal hier schön anrichten.
machen wir einfach hier einmal noch ein bisschen was von der Soße. So ist gut. Und oben drauf kommen die Nüsse. Auch reichlich. Und vielleicht noch ganz zum Schluss ein bisschen was von meinem geliebten Salz. Ein Veggie-Gericht vor dem Herrn. Seien Sie gesund. Und hey, Hänsels Witzrezept heißt schnell und sagen Sie gut. Okay? Nachkochen, freue mich. Adios, muchachos.